zugelost, der Podcast des Südtiroler Landwirt. Alle zwei Wochen liefern wir euch interessante Gesprächspartner aus und rund um die Südtiroler Landwirtschaft auf eure Ohren. Uns geht es darum, aktuelle Themen zu besprechen und interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Und wir hoffen, dass ihr uns dabei gerne zuhört. Daher der Name unseres Podcasts Zugelost. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und bewertet uns, wo immer das möglich ist, mit möglichst vielen Sternen. Wir freuen uns auch auf eure Rückmeldungen und Themenvorschläge. Am besten per E-Mail an redaktion@sbb.id. Danke allen, die sich schon mit uns in Verbindung gesetzt haben und gut über unseren Podcast sprechen. Ihr gebt uns ganz viel Motivation, weiterzumachen. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Lasst uns hören, wem wir diesmal zulosen können. Ich sitze da heute mit der Antonia Ecker, das ist die Landesbäuerin. Wir haben uns davor geeinigt darauf, dass ich sie Dona heiße und dass wir nicht nur in Dialekt reden, so wie sonst auch allem, weil das ganze Land kennt sie als Dona. Sie ist einverstanden gewesen, deswegen grüßt die Dona. Die meisten, die sie ins Zulosen, werden die kennen. Vielleicht kannst du dich dort kurz vorstellen, also woher du kommst, wo für eine Nachthof du lebst, was du sonst so tust. Ja, grüß dich alle miteinander. Ja, ich komme eigentlich von St. Georgen bei Bozen, von einem Weinhof. Und wie es halt so ist, der Liebe wegen, kommt man halt oft auch auf einen anderen Hof hin. Ich bin jetzt in Inesen oben, beim Obermauererhof. Bin jetzt schon seit 3 Jahren die Altbäuerin, aber ich komme ganz gut damit zurecht. Wir haben Gemüse am Bau mit Direktvermarktung. Und ja, was ich zuerst eigentlich halt zu meinem Mann gesagt habe, dass es war, auf dem Markt geht er halt nicht. Das tue ich jetzt eigentlich mit Leidenschaft gern. Ich tue einfach gern unsere Produkte verkaufen, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, ihnen auch ein bisschen Botschaft mitzugeben. Aber ich bin allem schon im Ehrenamt tätig gewesen, in meiner Jugendzeit bei der Bauernjugend und dann, wenn ich nach Chinesien gekommen bin, bald einmal beim Frauentreff über 25 Jahre fast dabei gewesen. Auch zu der Zeit, wo ich noch in der Grundschule tätig gewesen bin, haben wir auch 2000 im Bildungsausschuss von Chinesien gegründet und das war für mich auch ganz eine interessante Arbeit als Ausgleich zur bäuerlichen Arbeit. Und dann habe ich auch 20 Jahre lang geleitet, bin aber auch gleichzeitig in der Bäuerinnenorganisation in der Ortsgruppe gewesen und bin sozusagen die Karriereleiter nach oben geklettert von der Schriftführerin zur Ortsbäuerin und noch zur Bezirksbäuerin. Und eigentlich 2018 habe ich für mich gesagt, das passt jetzt, Bäuerinnenarbeit ist jetzt genug, aber wie gesagt, allem, was man nicht mehr dienen will, kommt man danach noch mehr zum Zug und bin seit 2019 eigentlich gerne Landesbäuerin. Ich habe gar nicht gemeint, dass es so eine interessante Aufgabe ist, die man da gekriegt hat, vielfältig und natürlich zeitaufwendig, oft einmal auch ein bisschen ermüdend, aber nicht ermüdend von der Arbeit her, sondern einfach auch, weil ich schon ein bisschen unterwegs bin, aber wie gesagt, die ganzen Leute, die man kennenlernt, wo man sich einbringen kann, das ist einfach eine tolle Aufgabe. Ja, das klingt ja so, wie es bei vielen Leuten, was so ehrenamtlich tätig sein oft klingt, das klingt so, als hat deine Woche 10 Tage und dein Tag 50 Stunden. Respekt, dass du das halt unterkriegst. Fangen wir mit dem aktuellen an zum Thema Bäuerinnenorganisation. Am Sonntag, nachdem die Folge online geht, ist Muttertag. Wichtiger Tag auch für die Bäuerinnen. Die Bäuerinnen haben sich jetzt heuer für deinen Tag eine ganz besondere Aktion ausgedenkt. Kannst du mal ein bisschen erklären, um was es bei der Aktion geht und wie es auf die Idee gekommen seid? Ja, da geht es einfach um die Aktion Mutternacht. Da sind wir auch einer der vielen Vereine, die Aktion unterstützen und mittragen. Und manchmal tun wir sie eben auch aktiv begleiten. Und heuer ist eben das Thema Väterrollen. Und da haben wir eben gesagt, Väterrollen oder Vorbilder. Und da haben wir gesagt, da wäre es ganz schön, wenn wir einen Fotowettbewerb machen, dass auch die bäuerlichen Familien sich auch Gedanken machen, was ist jetzt da, welche Vorbilder gibt es da? Und ich muss sagen, wir haben den Wettbewerb ausgeschrieben und da haben sich einige beteiligt. Und davon sind 3 Fotos ausgewählt worden. Und die Familie mit dem besten Foto hat eben ein Interview gekriegt für einen Landwirt. Und natürlich gibt es auch für die 3 Bestplatzierten einen kleinen Preis. Das ist eine Überraschung, das haben wir eigentlich in der Ausschreibung gar nicht geschrieben, sondern mit dem wollten wir eben überraschen. Aber uns geht es einfach darum, um die Rollen, dass auch Väter wirklich eine wichtige Rolle haben in der Erziehung der Kinder und das Vorbild einfach wichtig ist.
du hast ja schon jetzt gesagt, du bist ja schon längere Zeit bei den Bayerinnen aktiv. Und das Thema Rollenbild, hat sich nur mal das Bild von der Bayerin am Hof, hat sich das in der Zeit, wo du in der Bayerinnenorganisation aktiv bist, hat sich das Bild von der Bayerin geändert? Ja, ich empfinde es schon, weil früher waren die Bayerinnen wirklich mehr auf dem Hof, da die typischen 3K, Kinder, Kirche, Küche. Und das hat sich jetzt wirklich verändert. Die Bäuerin von heute ist einfach aufgeschlossen, sie ist weltoffen, sie bringt sich im Betrieb ein, so wie der Betrieb sich ausrichten soll. Sie reden mit. Natürlich ist da auch noch Potenzial nach oben, weil die bäuerliche Welt einfach auch noch männlich dominiert ist. Aber sie tun sich auch im öffentlichen Leben einbringen, sie versuchen auch, oder sind auch bereit, in die Verwaltungsräte von den Genossenschaften zu gehen. Ja, es ist einfach ein anderes Bild. Es ist aber auch deswegen, das Bild hat sich geändert, weil auch die Familien auf dem Hof sich auch geändert haben. Sie sind kleiner geworden und es braucht einfach auch die Kraft der Frau in der Arbeit, auch in der Entscheidung, in allen. Weil früher waren wirklich mehr mitarbeitende Kräfte, die ständig am Hof gelebt haben, weichende Geschwister. Und jetzt ist wirklich oft mehr die, vielleicht die Eltern vom Hof Übernehmer oder Übernehmerin und leider die Familie. Und deswegen ist es wirklich auch notwendig, dass sie eben sich fest einbringt. Es ist auch so, dass Bäuerinnen zum Erhalt des Hofes beitragen, indem sie außerhalb des Hofes einer Tätigkeit nachgehen und das eben das Erwirtschaftete auf den Hof einfließen lassen. Und so ist das wirklich schon ein anderes Bild jetzt, was die Bäuerin nach außen sagt. Hat sich also auch die Rolle von den Geschlechtern am Hof ein bisschen geändert? Oder gibt es auch noch Luft nach oben? Natürlich gibt es da auch Luft nach oben, aber es hat sich auch da geändert, dass wirklich auch die Bauern sich oft um die Kinder kümmern, während die Frau außerhalb arbeitet, dass auch Männer kochen, dass die Erziehung gemeinsam gemacht wird, dass das Finanzielle, hoffe ich auch, miteinander entschieden wird, weil es muss auch miteinander getragen werden. Und ich denke mir, da sind Frauen oft auch noch viel überlegter, weil sie nicht, gerade bei Darlehens, nicht jedes in den engsten Raum ausschöpfen, sondern oft auch versuchen, einen Puffer reinzukriegen, dass wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dass noch das finanzielle Überleben da ist. Da sind einfach Frauen bedachter und überlegter. Und ich glaube, da ist schon jetzt wirklich das Gemeinschaftliche, was mehr überhand nimmt. Mhm. Das ist, glaube ich, wertvoll für den Hof, denke ich. Ich denke mir, das ist ganz wertvoll für den Hof. Und ich hoffe, dass die Männer alleweil noch mehr sehen, dass dieses Miteinander und dieses Miteinander entscheiden einfach notwendig und wichtig ist. Es gibt ja auch alleweil mehr Bäuerinnen, die Hofübernehmerinnen sein, also die was nachher auch einen Hof führen. Ist das nach wie vor eine Besonderheit bei uns oder ist das so langsam ein bisschen alltäglich? Ich glaube, es ist nicht mehr die Diskussion, ob es der Mann oder die Frau übernimmt, sondern es übernimmt derjenige, der einfach auch mehr Liebe und Freude zum Hof hat. Und natürlich braucht es schon die beruflichen Voraussetzungen, aber dann tut sich auch die Frau diese beruflichen Voraussetzungen herholen. Wir haben auch deswegen die Bäuerinnenschule eingeführt, in Zusammenarbeit mit der Fachschule Dietenheim. Das eben, die ist auch gleichgesetzt wie mit dem Junglandwirtekurs. Aber es hängt jetzt wirklich davon ab, wer mehr Begeisterung für die Landwirtschaft hat, dass es der übernimmt. Und das ist auch von Hofübergeber also wird es so gesehen, dass es nicht mehr wichtig ist, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern einfach, wer mehr Freude dafür hat für den Hof. Kommt dir vor, dass es besonders ist, ob jetzt die Frau in den Hof führt oder der Mann? Da müsst ihr jetzt wirklich die einzelnen Fälle anschauen, aber ich sehe, wo Frauen den führen, es läuft genauso gut wie bei Männern. Es ist einfach wichtig, auch, dass die Familie der Bäuerin genauso wie die Familie des Bauers mit den Hof mittragt, weil sonst funktioniert das einfach auch nicht. Bäuerinnen bringen allem öfter auch ihre politischen Anliegen vor, also im Sinne von Bäuerinnenorganisation. Was liegt dir dabei ganz besonders am Herzen? Ja, mir liegt da ganz besonders am Herzen, dass auch die Bauern den Bäuerinnen den Freiraum dafür lassen. Weil es heißt, allem hinter einem Mann, der sich viel einbringt, steht eine gute Frau. Und es muss umgekehrt auch so sein, dass eben der Bauer die Frau unterstützt. Weil wenn Sitzungen auf Nacht sind, dann muss halt der Bauer eben die Kinder versorgen und daheim eben die Stellung halten. Weil sonst geht es einfach nicht. Und es ist auch wichtig, dass Bäuerinnen eben sich politisch einbringen, weil sie einfach eine andere Sichtweise haben, sie haben andere Bedürfnisse und in der Politik einfach auch die Familie allem nur wie zu kurz kommt, muss man einfach sagen.
ein Thema, wo sie weiß, was dir auch wichtig ist, da geht es um die Absicherung von die Bayerinnen im Alter. Ich glaube, da gibt es auch wieder Diskussionen. Kommt die A4, da gibt es Nachholbedarf. Ich glaube, da ist einfach die Politik gefordert, weil mit der letzten Rentenreform ist die Landwirtschaft sehr schlecht ausgestiegen und da muss einfach nachgebessert werden, weil es kann es nicht sein, damit wir im Alter abgesichert sein, Bäuerin wie Bauer, dass wir außerhalb arbeiten gehen müssen, damit wir eine gute Rentenvorsorge haben. Das kann es nicht sein, deswegen es muss sicher wieder politisch eingeführt werden, dass eine Mindestrente oder ein Mindesteinkommen im Alter da ist. Weil nur mit der Einzahlung, so wie sie momentan stattfindet, sind wir in der Altersarmut in der Landwirtschaft. Egal ob Bäuerin oder Bauer. Es kommt ja oft auch vor, dass zum Beispiel jetzt die Bäuerin beim Bauer mietversichert ist. Was heißt das jetzt für die Bäuerin im Moment im Alter? Ja, dass sie gleich schlecht versichert ist wie der Bauer. Der Bauer ist eben auch nicht besser versichert. Das ist das Tragische. Da sind wir alle gleich schlecht versichert. Und da muss wirklich die Politik etwas dingen. Und das kann nicht sein, weil bei allen Betrieben ist es nicht möglich, außerhalb zu arbeiten. Hängt auch davon ab, wo man daheim ist. Man findet auch nicht alle Arbeit, aber es gibt auch nicht die Zeit her, dass man außerhalb arbeitet. Und das einzuzahlen, dass man mehr einzahlt, gibt es der Betrieb nicht her. Und deswegen sind wir da in einem Dilemma. Kommen wir zu einem anderen Thema. Bayerinnen sind ja auch dafür bekannt, dass sie ganz tolle Projekte machen. Ein Projekt, was die Bayerinnen erst vor kurzem erfolgreich umgesetzt haben, ist das ziemlich umfangreiche und gewichtige Buch über die Hofkapellen in Südtirol. Kannst du kurz erzählen, wie es zu deinem Projekt gekommen ist und ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist? Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte gewesen. Das Projekt hat sich über 2 Jahre hin ausgezogen. Und eigentlich ist das Projekt durch einen Film in der Landwirtschaftssendung Land und Leben bei der Marianne Kasseroller entstanden. Sie hat eigentlich gesagt, sie möchte eigentlich ein paar interessante Kapellen beschreiben, mit den Hofbesitzer reden. Dann haben wir gesagt, na, heil war das ein tolles Projekt. Da sollte man aber eigentlich alle Kapellen initiieren. Und dann hat sie gesagt, ja, heil war auch toll, aber ist ihr drauf und zu groß. Und deswegen haben wir gesagt, ob wir das Projekt, die Idee übernehmen dürfen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber sie war halt gern drinnen genannt. Und war es auch wichtig, dass sie drin genannt ist, weil die Idee ist von ihr ausgegangen. Und nachher haben wir eben das versucht umzusetzen. Und das war dann eigentlich schon arbeitsaufwendiger, wie wir gemeint haben. Aber es war eine spannende Arbeit, weil man hat wirklich Land und Leute kennengelernt. Und wie man so auch gibt es ja ein Sprichwort, nicht um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, aber um ein Kapellenbuch zu machen, braucht es ein ganzes Land. Wir haben nachher wirklich bei der Margot Schwimmbacher eine super Autorin gefunden, super in dem im doppelten Sinn, einmal menschlich, weil sie einen langen Atem gehabt hat, dass sie ja allen wieder die nächsten Hürden mit ins Umgangen ist und zum anderen aber auch, weil sie versucht hat, viel Wissen in den Buch hineinzubringen, aber nicht ganz ein wissenschaftliches Buch zu machen, sondern es sollte ja auch ein Buch werden für jeden Leser, dass es fein zu lesen ist, eine angenehme Sprache. Und hier ist es einfach super gelungen. Und da eben die ganzen Herausforderungen, die Fülle von Material zusammenzufassen, weil wir haben ja über die Ortsgruppen und über die Ortsbäuerinnen die Informationen über die Kapellen einholen lassen. Aber auch, wo sie noch nicht so aktiv sind, haben wir dann nachgeholt und nachgehakelt. Und das nächste Problem war ja, alle Kapellen fotografisch festzuhalten, weil die Fotos schicken lassen, sicher bei manchen hat man ganz gute Fotos gekriegt, aber bei anderen war es nicht so gut gewesen. Es ist schon, weil wir 3 Kapellen haben müssen, das Foto von Privaten schicken lassen, weil es einfach nicht möglich war, die zu fotografieren. Dann ist schon ein bisschen schwierig, weil mit der Fotoqualität für den Druck, aber wie gesagt, es ist noch gegangen. Aber es war einfach ein tolles Projekt, weil man eben viel Leute zu tun gehabt hat und das Ergebnis hat mich auch sehr begeistert, weil wirklich auch für die Grafik noch eine Herausforderung gewesen ist, dass es nicht langweilig wirkt und dass man ja auch die Reihung richtig hinkriegen kann, ein Foto verwechseln, was uns hoffentlich nicht passiert ist. Wir haben bis jetzt keine Rückmeldungen gekriegt, aber so viel verschiedene Fotos und verschiedene Kapellennamen kann es ja eben auch passieren. Nicht?
Hast du zufällig im Kopf, wie viele Kapellen da drin sind in deinem Buch? Wir haben bei den 620 drinnen, es waren noch ein paar mehr, aber haben wir nicht die Zustimmung von den Besitzern gekriegt und dann haben wir, haben wir gesagt, das müssen wir respektieren, weil ihr haben einfach gesagt, sie möchten nicht, dass ihre Kapellen zu viel besucht werden und sie einfach, das ist ein Privatbesitz und das muss man einfach respektieren. Mhm. Das heißt, immerhin braucht man dann fast 2 Jahre, wenn man jede Kapelle einmal besuchen will. In einem Tag. Ich denke mal mehr, weil wir haben oft fast 15 bis 20 Kapellen in einem Tag gemacht. Das ist nicht schlecht, ja. Das Buch, wo kriegt man das? Du hast jetzt richtig Lust drauf gemacht, das zu schaffen, das Buch. Gibt es das in jeder guten Buchhandlung, oder? Das gibt es in jeder Buchhandlung zu kaufen. Das Buch ist in Folieverlag eben gedruckt geworden und somit ist es öffentlich zugänglich, praktisch über jede Buchhandlung. Mhm. Vielleicht auch ein Muttertagsgeschenk oder sonst bei jeder anderen Gelegenheit. Tolle Sache. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück zum Thema von den Bäuerinnen. Frauen sind ja vor allem auch in Verwaltungsräten, hast du ja schon gesagt, und in anderen Gremien oft dringend gesucht. Ich weiß, der Bauernbund hat ja durchaus eben deswegen auch eine Aktion gestartet, um Bäuerinnen und junge Leute in solche Gremien hinzukriegen. Was ist denn deine Erfahrung? Ist es schwer, geeignete Frauen für solche Gremien zu finden oder gibt es die eigentlich eh genug? Es gibt sicher genug geeignete Frauen, aber bei Frauen ist einfach das Problem, die sind oft im Beruf tätig, sind am Hof tätig, haben Familien mit kleinen Kindern, sind vielleicht schon irgendwo ehrenamtlich tätig und irgendwann fällt ihnen schlichtweg die Zeit. Es ist sicher auch so, dass auch wichtig ist, dass der Mann sie noch unterstützt, damit sie die Zeit haben. Aber wie gesagt, das ist das Problem. Zeitfaktor ist einfach das Problem. Wir haben wirklich viele gut ausgebildete Frauen, die auch das Potenzial haben, aber sie sagen, sie haben es oft zeitlich nicht mehr her. Ist halt schwer zu lösen, das ist das Problem. Das Problem ist auch schwer zu lösen, weil, wie gesagt, so wie mein Tag 24 Stunden hat, hat auch der Tag von den anderen Frauen 24 Stunden. Und gerade auch, wenn man Familie hat, möchte man oft einmal auch ein bisschen Freizeit auch für die Familie haben, gerade für die kleinen Kinder, weil die sind schnell groß. Und deswegen ist es oft das Problem. Nicht, weil sie es nicht nehmen wollen. Viele sagen, es hat sie voll interessieren, aber es ist halt, sie sagen selber auch, die Familie muss einfach einen Vorrang haben und das ist eigentlich das Problem. Letzte Frage vielleicht noch. Stell dir mal vor, du triffst eine junge Frau, und die ist sich jetzt nicht ganz sicher, ob sie jetzt Bäuerin werden soll oder nicht. Das soll jetzt keine Eheberatung sein. Aber ob sie sich vielleicht die Arbeit oder den Schritt untieren will, auf einen Hof zu ziehen. Was darfst du denn der Frau antworten? Da ist es am schwierig zu antworten, weil es hängt einfach für die Menschen an. Wenn ich einen Mensch habe, der für mich gut geht, dann glaube ich, ist das andere rundherum nicht mehr das Problem. Weil, ob ich Bäuerin werden will oder nicht, soll ich, glaube ich, in dem Moment nebensächlich, weil wenn man Sam ist, tut man sich einarbeiten und man sieht auch nachher, welchen Freiraum man hat, welche Gestaltungsmöglichkeiten man hat. Sicher ist oft auch die Herausforderung, dass man entlegen ist, dass man oft weite Strecken fahren muss, um eben im sozialen Geflecht eingebunden zu werden. So, wenn ich jetzt einen Bergbauernhof habe, aber wenn das Menschliche passt, dann muss ich sagen, mach es. Wenn ich Zweifel an den Partner habe, nachher ist es in jeder Position und in jeder Entscheidung ist es allem schwierig, die Entscheidung zu treffen. Nicht? Das ist genauso, wenn ich soll ich Handwerksfrau werden, wenn der Partner nicht passt, nachher muss man allem abrufen. Aber ich glaube, Bäuerin sein ist einfach ein spannender Beruf und man hat viele Möglichkeiten und es gibt überall Vor- und Nachteile. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Wir waren damit am Ende von unserem Gespräch. Danke, Tona, für deine Zeit. Für deine wertvolle Zeit und wir hören jetzt hoffentlich mal wieder. Ja, ich hoffe auch und ich hoffe, dass es interessant ist, mir zuzulassen. Ja, dem glaube Gespräch, ich auf jeden Fall. Das, was ich mit Bernhard gehabt habe. Gut, danke. Zuletzt wie immer ein Blick auf unsere neue Ausgabe. Ein Thema hat Landesbäuerin Dona Ecker ja schon verraten. Es geht um die Aktion der Bäuerinnenorganisation zur Mutternacht. Bei uns lernt ihr den glücklichen Gewinner des Fotowettbewerbes kennen. Die Titelgeschichte gehört diesmal aber der Milchwirtschaft. Der Sennereiverband hat in seiner Vollversammlung auf ein schwieriges Jahr zurückgeblickt und schaut trotzdem mit Zuversicht in die Zukunft. Außerdem erfahrt ihr bei uns, was es für eine gute Qualität beim ersten Schnitt in Grünland braucht. Die neue Ausgabe erscheint am morgigen Freitag. Heute Abend könnt ihr schon online in der digitalen Ausgabe blättern. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.
Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen und freuen uns über euer Feedback. Zum Heft genauso wie zu unserem Podcast. Am besten per E-Mail an redaktion@sbb.it. Ich freue mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.